Liebe Astro-Rebellen, herzlich willkommen zu eurem astrologischen Kanal. Ich bin Emmanuel von Zenstern, euer astrologischer Lebensberater. Und das ist die allgemeine Monatsprognose für März 2021. Zwischen 1. und 3. März beginnst du den Monat mit einem harmonischen Aspekt zwischen Venus und Uranus. Die Kontaktaufnahme mit Freunden und Bekannten dürfte sich als besonders positiv für das Erreichen der eigenen Ziele erweisen. Du dürftest mit jemandem viele Dinge besprechen, die mit vielen Gefühlen verbunden sind. Möglicherweise wirst du deine inneren Empfindungen durch Schritt oder Sprache äußern. Am 4. tritt Mars in Zwillinge ein. Bis 23. April wirst du mit viel Energie an eine Sache arbeiten, die viel Mühe, Planung, Rücksicht auf die Details von dir verlangt. Diese Sache könnte mit dem Thema Besitz, Familie, Finanzen und Sicherheit in Verbindung stehen. Dein häusliches Leben dürfte sich bis Ende April stärker auf deinen gesundheitlichen Zustand auswirken. Es ist auch möglich, dass man mit einem Mann involviert ist, der hemmungslos ist und viele Geheimnisse hat. Am 5. haben wir eine Konjunktion zwischen Merkur und Jupiter. Du wirst intuitiv und spontan eine neue Initiative ergreifen. Man sollte nicht leichtsinnig mit einer Situation umgehen, die viel Selbstkontrolle erfordert. Ein allumfassendes Wahrnehmungsvermögen wird dir helfen, mein lieber Steinbock, mögliche Hindernisse zu überwinden. Zwischen 6. und 11. des Monats haben wir eine Konjunktion zwischen Sonne und Neptun. Du dürftest vieles von einem Menschen erfahren, der sich in einer ungünstigen Situation befindet. Falls du in einer Beziehung lebst, dann wird man ein sicheres und harmonisches Leben führen, auch wenn man vorübergehend große Herausforderungen zu meistern hat. Zwischen 12. und 13. März haben wir einen süßen Neumond in Fische. Bis Mitte April könntest du einen Kampf zwischen deinen Emotionen und deiner Vernunft beobachten. Es kann eine Herausforderung für dich sein, klar zu denken oder deine Gedanken effektiv zu äußern. Du hast danach zwischen 14. und 16. März Sonne, Sextil, Pluto. Man sollte an diesen Tagen am besten kein Auto fahren oder verreisen. Es gibt eine Angelegenheit oder eine Person, die dich beschäftigt und du kannst diese nicht loslassen. Positiv betrachtest, wirst du große Fortschritte in kürzester Zeit machen. Wir haben dann am 15. Merkur in Fische eingetreten. Bis 4. April kann für dich eine Herausforderung sein, dich auf eine Sache oder Aufgabe zu konzentrieren. Kreatives Schreiben und handwerkliche Arbeit sind begünstigt. Wahrscheinlich wirst du erkennen, dass jemand dir nicht die ganze Wahrheit erzählt. Zwischen 17. und 19. haben wir Venus Sextil Pluto. In Sachen Liebe sind diese zwei Tage die besten im Monat, mein lieber Steinbock. Zum Thema Kennenlernen und Flirten hat man eine günstige Konstellation. Neue Unternehmungen mit Kindern sind falls zutreffend möglich. Zwischen 20. und 21. haben wir Sonne und Venus in Widder eingetreten. Bis Mitte April wirst du für mehr Schönheit oder Harmonie in deinem Zuhause sorgen. Du wirst viel Energie oder Geld darin investieren, Geräte oder Gegenstände wieder funktionsfähig zu machen. Zwischen 22. und 24. haben wir einen unharmonischen Aspekt zwischen Merkur und Mars. Es empfiehlt sich, vorsichtiger bei der Bedienung von Geräten zu sein. Das Unfallrisiko ist bei körperlicher Arbeit erhöht,
Probleme in den Bereichen der Kommunikation und der zwischenmenschlichen Beziehungen können einfacher als sonst eintreten. Zwischen 25. und 27. März haben wir Sonne-Konjunktion Venus. Vertrauen in Mitmenschen oder Beschäftigung mit der Familie können auf die Probe gestellt werden. Wir haben dann am 28. einen schönen Vollmond in Waage. Der Start eines neuen Projekts steht an. Diese Aussage gilt im beruflichen sowie im privaten Bereich. Und dann zwischen 29. und 31. haben wir Sonne-Sextil Saturn. Du solltest die Arbeit machen, die sich wirtschaftlich wirklich lohnt und dir Spaß macht, lieber Steinbock. Ich bin fertig. Wenn du eine individuelle Beratung haben möchtest, bin ich immer bereit, dich zu unterstützen, dich zu beraten. Und wir können uns gemeinsam anschauen, wie die kommenden Tendenzen für dich aussehen. An dieser Stelle wünsche ich dir viel Glück für März 2021 und falls du noch nicht unseren Kanal abonniert hast, bitte tu das jetzt, sodass wir schnellstmöglich 10.000 Abonnenten erreichen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.